Hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Ich bin die Mira. Das ist Final Fantasy VII, das Remake. Ich hoffe, dass meine Aufnahmen besser werden. Ich habe jetzt gerade auch beim Hochladen und beim Rendern gemerkt, dass das Problem, was mir letztes Mal aufgefallen ist, was ich schon angesprochen habe, irgendwie vorherrschender ist. Ich glaube, das hat sich aber erst mit der Zeit eingeschlichen. Aber ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe neue Einstellungen. Mal gucken, ob es jetzt so pixelt wie die letzte Episode. Aber es sollte nicht mehr ruckeln. Genauso möchte ich euch auch im windigen Midgar begrüßen. Wir haben 28 Grad bei mir im Wohnzimmer. Wenn ich die Fenster aufmache, werden sie wieder über 29 Grad. Deswegen läuft der Ventilator. Anders halte ich es nicht aus, aber das heißt, sie kriegt halt das Pusten mit. Ich hoffe, es ist okay. Und jetzt stromern wir ein bisschen. Jetzt im Sektor 5 sind wir. Oder sind wir in Sektor 7? Ich glaube, in Sektor 5. Da kann man nicht reden. Oh, aber da ist was zu mitnehmen. Die Musik ist so traurig. Süß, Hausbatschen. Herrlich. So. Wir gehen da weiter. Eigentlich hätten wir noch einen anderen Weg nehmen können, merke ich gerade. My fellow grounders! Listen up! Because boy, do I have some news for you! So after bombing reactors 1 and 5, what do the eco-terrorists do? They go for the trifecta and take out Mako Reactor 7! Another attack by amateurs who don't care about collateral damage! The sky is falling, and Avalanche is to blame! But wait! Did you know Wutai is the one funding their activities? For all their claims about fighting for the slums, they're nothing more than pawns of Wutai. Puppets dancing to the tune of their foreign masters. And that's the truth. Topside news delivered straight to your ears. That'll be 5 gil. 5 gil, come on. Damn, man. Knew we couldn't trust Wutai to leave us alone. It's the reactors. They want them, we got them. Does this mean there'll be another war? After what they've done, what choice do we have? 5 gil apiece, cough it up. The truth ain't free, you know. We ain't no dear pawns of Wutai. Let's see. I couldn't care less about the rest, but that shit. No, no, no. Okay, danke, Tifa. No one will listen to us. There's no point in even trying. I'm sorry. Hey. Hey, Tifa, listen. There's no room in this for regrets or what-ifs or any of that. All we can do is keep moving forward. Keep following this path we chose. Wherever, so we can say we did all we could. I know. But right now, instead of looking forward, you need to look around. Everyone here is terrified. So I'm asking you, don't. Hm.
Durch den Sturz der Platte benötigen viele Menschen in den Slums deine Hilfe. Wenn du das Shinra-Gebäude einmal betreten hast, kannst du ihnen jedoch nicht mehr zur Hand gehen. Versuche also vorher, möglichst viele Aufträge zu erledigen. I know we're short on time, but let's try to help out wherever we can. Okay. Ich geh jetzt mal da, geht's in die Richtung Corneo weiter. Hey, you! Oh. Cloud, right? Ja. Man, am I glad I caught you. Sam, he told me who you are. Said you're a merc and a former soldier at that. Listen, I hate to ask, but we got a few runaway birds. Mind helping us find them? Poor things were so startled by that plate coming down, they just up and bolted. I'm sure they're around here somewhere, frightened and hungry. My poor birds. Worried about them, huh? All right. I think we can help you out. Oh, thank you. When you find them, feed them this. There's three missing all told, and their names are Coco, Lolo, and Momo. They'll come on home once they got some food in their bellies. Good luck. I'm counting on y'all. Du kannst nun Chocobo-Kutschen schnell und zwischen verschiedenen Zielpunkten hin und her reisen. Finde im Auftrag Chocobo, suche weitere Chocobos, um zusätzliche Zielpunkte freizuschalten. Untersuche den Fahrplan an einer Chocobo-Haltestelle oder rede mit einem Mitarbeiter, um in einer Chocobo-Kutsche mitzufahren. So auf Chocobo gesagt. Okay. Da ist noch irgendwas. Aber ich glaube, da geht's weiter zum Warm Market und da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Wir sind jetzt erstmal hier. Da ist noch irgendwas. Hallo? Bienchen? Oh, Cloud! Have you seen the kids around by any chance? Mo. I haven't seen them since they left to do their patrols. I knew I should have told them to stay inside today. If you do happen to run into them somewhere, could you tell them to come back right away? Yeah. I can describe them if it'd help. Don't worry. I'll know. Just stay calm and wait here. You never know. They might come back on their own. Okay? Yes. Of course. Thank you so very much. Okay, aber da sind wir nicht zufällig, oder? Zur Not kann ich bei dem einen Typen mal wegen den Märkchen gucken, die ich hier so viel habe. Was haben wir denn hier für Märkchen? See anything you like? Ja, den muss ich gucken. Was ist das denn? Ach, den haben wir ja. Oh, ist was Neues für Barrett. Und das? Eins kann ich kaufen. A pleasure as always, Kupo. Yeah, yeah. Und da ist dieses komische Spiel. Nee, da ist irgendwas anderes. Ach Quatsch, ich muss sie fragen wegen dem Spiel. So ist es hier einfach nur hier. Hier runter. Da spinne ich was. Hier finde ich wahrscheinlich auch nichts. Und ein leeren Container. Und nix. Oh, und Kissen. Gegengift. Da ist auch nur eine Nische. Anscheinend nicht.
niemand, dem man helfen kann, was ja auch okay ist. Nichts wieder. Was ich ja gut finde, ich habe ja gerade den direkten Vergleich zwischen dem hier und Final Fantasy 8, also dem alten, dass man hier quasi Magie und Gegenstände gleichzeitig machen kann. Also ich mochte dieses Draw-System bei Final Fantasy 8 schon sehr, aber wenn du dann nur mit den Zaubern gearbeitet hast und mit dem Drawen, dann hast du halt alles andere nicht. Du kannst zum Beispiel keine Gegenstände während im Kampf benutzen. Das war ein bisschen kacke. Okay, hier ist wirklich nichts. Dann lauf uns zurück. Dann laufen wir zurück. Ah, das ist ja gut. Ja, okay. Dann wissen wir das. Ich habe jetzt auch die Kisten nochmal zerhackt. Aber dann wissen wir Bescheid. Da gibt es auch nichts, wo es noch weiter geht. Das heißt, wir können hier nur das Spiel spielen in der Ecke. Ja, ich weiß. Bin super. Gut, dann suchen wir Kids und Chocobos. Ups, ich hänge irgendwo fest. Oh. Eine Haltestelle. Okay, hallo. Oh, it's you, my good Merc. What brilliant timing you have. Oh, hello there. It is a pleasure to meet you both. I'm a journalist for the Daily Buzz. The Daily Buzz? You mean that trash filled with Shinra fluff pieces? Well, yes, that's fair. But we do get a lot of inside information because of our close ties with the company. Curious? Here's the scoop. A certain division of Shinra, that shall remain nameless, was planning to seize Corneo's assets. But before they could, the key to his secret vault, within which his misbegotten gains were securely tucked away, was stolen. And my sources tell me that the thief is the Undercity's beloved hero, the Angel of the Slums! The unidentified bandit who's been targeting anyone with ties to Shinra or Corneo. Yes, that Angel of the Slums has struck again! Well, do I have your undivided attention now? Kinda, but hurry it up. We don't have time for a three-act play. Then I'll make this quick. So, my good Merc, you do remember where the Angel's hideout is, right? Yeah. Do you remember the death threat she left there? Oh, that. I've decided to seek the silver lining in this case. If the Angel of the Slums deigns to take an interest in a humble reporter, then that itself would be a story. What are you asking? If you recover the stolen key, feel free to help yourself to the contents of Corneo's vault. All I want is knowledge, the identity of the Angel. So if you happen to learn anything of value, I'd be tremendously grateful to you if you passed it along. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Ich lauf mal hier lang. Ich glaube, das ist hier nämlich interessant. Hallo? Hallo? Was war das? Warum laufe ich eigentlich langsam? Oh Gott. What were you thinking? Steht hier in? Mit dem grünen Ausrufezeichen. Unser Freund. Bro! Tifa! Damn, is it good to see you guys again? I told you to stop calling me that. Bro, I'm in serious need of your expertise. Lend me a hand. Fine. What? Truth is, I'm trying to get out of town for reasons. Yeah, reasons. But the thing is, I got mugged. She took it all, man.
I tried to chase her down, I really did. But she was real fast-like. Man, what am I gonna do? This could be the end for old Johnny boy. I'm begging you, help me out. Come on, bro. What'd she look like? Bro! Hold on. Let me think. I want to get this right. She was a cutie. Black hair. Pretty sure she was wearing a hat. And, oh yeah, she was wearing these striped stockings, too. Kyrie? Which way'd she go? Toward the church, I think. Alter, wer bist du denn? Hallo? Hey there, man. You into music? Nah. I screwed up an order of discs, sitting on a mountain of them now. Mind taking at least one off my hands? Ja, wenn du mir schenkst, dann nehmen wir die gern. Okay, gut. Bei dem haben wir wenigstens einen Hinweis. Alter, was macht der Typ ohne uns? Wie überlebt der Typ ohne uns? Ich setz mich hier mal hin. Hier waren wir schon. Ich setz mich hier mal hin und denk nach. Dieser Typ, ey. Und immer nur den Bro. Don't call me Bro, Buddy. Don't call me Buddy. Dude. Da läuft er. Auf sie. Plump, ist er weg. Aber zur Kirche. Da weiß ich, wie man hinkommt, glaube ich. Hoffe ich mal nicht. They're nothing. Hello. Ach, es ist schön, Barry dabei zu haben. Er ist so nett. Wieder so Mopsels. Okay, let's go. Vögelchen. Hallo Vögelchen. Hallo, kann ich rübergehen? Ist was. Das ist kein Kraut. Okay, schön. Neue Haltestelle. Achso, da sind wir runtergekommen, deswegen kann ich jetzt nicht hin. Sorry, sorry, bin ich auch frei. Also guckt euch eigentlich das mal an. Ist das ja nicht? Und wir haben hier zwar die Haltestelle. Und weiter als zu dieser Kirche kann man auch nicht. Eine Heilpflanze. Gut. Dazu brauche ich eine Heilpflanze. Hallo? What? It wasn't me. You've got the wrong girl. Never committed a crime in my life. Habe ich was gesagt? Kyrie? Who's that? Can't say I know her, but cool name. Someone mugged our friend and took every last gill he had. Sound familiar? Oh, that? Oh, I thought I was in actual trouble. Don't scare me like that. Now I remember you. You're that chick. The one who was spreading lies in Sector 5. Oh yeah, I did do that. Good times, good times. Hold on. I know you, Blondie. You're that merc everyone's talking about. Maybe my luck's not so bad.
Shinra's after me. You've gotta help me. Stole from them too, did you? No. Well, yes, sorta. It's complicated. How was I supposed to know they were Shinra? And now those jerks won't leave me alone. Even though all I took was some ugly key. I mean, what's the big deal anyway? Wait a minute. That was you? Oh, great. So everyone's talking about it? Is this the end? Am I a dead woman? Do I have to go on the run? Leave Midgar forever and never look back? Kyrie, please. Just give us the money you stole from our friend, would you? And the key while you're at it. No way! You're gonna split the second I do! Then who will protect me? I can't handle this on my own! Alter! We'll handle Shinra if you give us the key. Deal? It's a deal. Right about now, those Shinra creeps should be hanging out at the Colosseum. They're waiting for a special match to start, starring yours truly. It's the talk of the town. You're joking. You're joking, right? Be there. I'm not stupid. It's a miracle you've managed to stay alive this long. I'll take that as a compliment. Now run along and clean up my mess. Eine Wildfang. Das war Auftrag gelichtet. You're joking, right? You gotta be joking, May. Joking, May. Hier finde ich nichts mehr, oder? Nö, gar nicht. Bumm. 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 Okay. So. Gut. Jetzt haben wir drei Aufträge, vier Aufträge. Das war nur so. Wir müssen noch zwei Chocobos finden. Und die Kinder. Don't hold back. You got it. Not bad. Das heißt, wir können noch bis zum Mohrenmarkt gehen. Wegen diesen Aufträgen. Vielleicht kann man auch beim Mohrenmarkt jemandem helfen. Hier ist nicht mehr, oder? Hier zumindest ist niemand. Oh, danke, sorry. Was ist das? Wie ist dies? Es kann übrigens sein, falls ihr euch jetzt wundert, dass ich jetzt eine durchgängige Aufnahme mache, einfach weil ich jetzt nicht meinen Timer im Blick habe. Nur so als Vorwarnung. We do this fast. Copy that.
Hallo. That it? Gut. Danke. Bist schon mal gewesen? Eigentlich müsste ich schon mal gewesen sein. Ja. Das ist irgendwie gesagt, also wo wir mal waren. Irgendwas haben wir geholt. Irgendwas haben wir gesucht hier. Ein bisschen an der Katze an, auch wenn es ein Chocobo ist. Okay, hier haben wir ein Chocobo. Na du Kleiner. Du bist alleine hier. Jo, hier. Bisschen was zu essen. Oh. Absorbiert, starb. So long. Calling ice. Oh. Der hat sich gerade geheilt. Der ist sausack. Ich hab sie auch geheilt. Ah, ist dieses. Ich mach das und das. Let's do this. So, jetzt. Jetzt ist... Okay. Ist da oben, Mann. Na, das lasse ich unentdeckt, das erste. Das ist das, wofür ich den Schlüssel brauche. Das ist nämlich das Don Corneo-Zeichen, okay. Zumindest meine ich das bei ihm schon mal gesehen zu haben. Oh, hallo. Won't be tough. Wo geht man da hin? Wobei es geht, so eine Dusche wird mir jetzt auch nicht viel helfen, weil ich danach wieder geschwitzt bin. Eigentlich bin ich auch gar nicht so geschwitzt, weil ich nicht so viel tue, aber ich mag es so warm nicht. Und viele sind so, hey, sei doch froh! Aber ich bin nicht froh über Wärme. Bin hier.
Vielleicht die andere Abzeugung nehmen sollen? They're nothing. Compared to us, at least. Allow me. Okay. That's it. Going in. Let's do it. Worked up a good sweat. Oh. Wie lässig. Okay, was ist das hier? Was ist das hier? Ja, ich weiß schon mal, aber. Oh, das ist hier. Schön. We do this fast. Best do it right. I don't know what this is. Gotcha. It's on now. Going in. Now. Too late. Nothing to it. So, das heißt, wir laufen jetzt den Weg nochmal. Nehmen wir eine andere Abzweigung. Hallo. Wieder der. Hier lang. Oder? Nee, ach, jetzt kommen wir hier dahin zu diesem Versteck. Hinweis zu Corneos Schatzkammer.